Hier ist Ludgers Welt im Kontrafunk. Mein Name ist Ludger. Herzlich willkommen. It's a jungle out there. Disorder and confusion everywhere. Well, no one seems to care. Well, I do. Hey, who's in charge here? Yeah, it's a jungle out there. Poison in the very air we breathe. You know what's in the water that you drink? Well, I do, and it's amazing. People think I'm crazy, 'cause I worry all the time. If you paid attention, you'd be worried too. You better pay attention, or this world you love so much might just kill you. I could be wrong now, but I don't think so, 'cause it's a jungle out there. It's a jungle out there. Meine Damen und Herren, liebe Hörer, als im letzten Jahrhundert das Fernsehen aufkam, da sagten viele, das ist der Tod des Kinos. Heute lebt das Kino noch immer, doch die Branche hat sich merklich verändert. Lange Zeit galt das Motto größer, lauter, mehr. Sogenannte Multiplexe schossen in jeder Großstadt in die Höhe und drohten, die kleinen Kinos platt zu machen. Tja, inzwischen scheint die Entwicklung eher gegenläufig. Wer ins Kino geht, statt bequem daheim zu streamen, der möchte auch etwas Atmosphäre haben. Und die gibt's am ehesten in kleinen Programmkinos. Ich befinde mich gerade in einem solchen. Es ist die Kinopassage in Erlenbach am Main im Unterfränkischen. Vor mir sitzt der Betreiber des Kinos. Mit ihm möchte ich sprechen über die Lage der Branche allgemein, über die Lage seines Kinos, über Ausgangssperren, über Top Gun und über die Frage, ob der Highlander eine Maske tragen würde, um sich selbst und andere zu schützen. Guten Tag, Dieter Lebert. Einen schönen guten Tag, Ludger. Es freut mich, dass du hier bei mir zu Gast bist und wir dieses Interview führen können. Du, ich freue mich Dankeschön. Auch und ich möchte bei unseren Hörern ein bisschen einweihen, wie es hier ausschaut. Das ist für mich eigentlich Kino, so wie es sein soll. Man hat Atmosphäre, es sind große Fenster im Foyer mit Tageslicht, hier gibt es Popcorn, hier gibt es Knabbereien. Alles, was gut ist, Klammer auf, alles, was ungesund ist, gibt's hier. Natürlich, klar. Und so wie es üblich ist. Und ein schöner Kinosaal mit der richtigen Größe. Naja, es ist so eigentlich, um das Klammer anzumachen, wir haben einen schönen großen Kinosaal und an dem möchte ich ehrlich gesagt auch festhalten. Mhm. Der Kinosaal wurde 1958 gebaut und in drei Baustellen immer wieder verändert, aber die Urform wurde immer beibehalten. Also der 50er-Jahr-Stil wurde immer beibehalten. Was wir eigentlich mit anderen Programmkinos vielleicht ein bisschen gemeinsam haben, ist die familiäre Ton, das Miteinander und ich persönlich lege großes Wert, wir haben hier die Lizenz zum Duzen. Wir sprechen unsere Gäste überhaupt nicht mit Sie, können wir für Sie noch was tun, sondern kann ich dir was Gutes tun. Mhm. Ja? Und das schätzen die Leute hier sehr eigentlich, damit sie eigentlich hier kommen und gleich von Anfang an eine familiäre Beziehung hier haben. Ja. Ist dir denn in Erlenbach am Main deine Kinopassage das einzige Kino oder gibt's hier doch einen Mitbewerber? Wir haben zwei Mitbewerber, aber Erlenbach ist das einzige Kino mit einer Leinwand. Das möchte ich gerade mal am Anfang hier betonen. Ja. Wir haben ein Haus mit einer Leinwand. Wir haben im Süden, haben wir in Miltenberg das Schlosstheater mit insgesamt drei Leinwänden und im Norden, da ist Aschaffenburg, das ist etwa 25 Kilometer von hier entfernt, haben wir insgesamt zwei Kinos. Einmal das Casino Lichtspieltheater, auch ein Programmkino von meinem lieben Freund und Kollegen, sehr geschätzt, der Christopher Bausch, der hat im Casino insgesamt drei Leinwände und dann gibt's noch das Multiplex-Kino mit Kinopolis, insgesamt, ich habe den Boden mittlerweile verloren, ich glaube 9 oder 10 Säle, die aber von Fast and the Furious über Avatar den ganzen Mainstream abfangen. Mit den hohen Besucherzahlen. Ja, ich glaube, Scorsese hat ja auch mal gesagt, das sind gar keine Kinofilme, wie sie früher mal waren, sondern das sind, was weiß ich, Fitnessvideos mit ein bisschen Text dabei. Wobei wir hier natürlich doch auch sagen müssen, oder ich sagen darf, es ist hier nicht so, dass koreanische Filme im Original laufen, sondern du hast hier schon populäre Filme mit Spartenfilmen gemischt und auch ein buntes Programm. Also wir haben ein sehr buntes Programm, ein sehr abwechslungsreiches Programm. Ich habe es mal durchgezählt. Wir können eigentlich für diese eine Leinwand monatlich auf 30, manchmal sogar auf 35 Filme komme.
kalkuliert man das Kinderkino mit 4 Vorstellungen immer wieder mit ein, kommen wir eigentlich, das ist sehr ambitioniert, muss ich sagen, 35 Filme in einem Monat, da ist natürlich das gesamte Portfolio dabei, vom Unterhaltungsfilm der deutschen Komödie über die französischen Komödie, die sehr angenommen werden, als auch Mainstream etwas wie Top Gun ist bei uns natürlich auch gelaufen, allerdings in der 9. Woche, als auch Dokumentarfilme. Ab und an mal zeigen wir auch Filme im Original, das heißt bei uns der Montag OMU-Tag, wo wir den betreffenden Film in der Woche statt in der synchronisierten Fassung in der Originalfassung mit deutschem Untertitel zeigen. Das ist ein interessanter Punkt. Sowas gab es früher eher selten und wenn, dann nur in den Weltstädten. Also hier in der Gegend, sagen wir mal, Frankfurt am Main hat sowas vielleicht mal gemacht. Ja. Ich stelle aber verstärkt fest in den letzten Jahren, das machen viele Kinos. Man hat sich den Montag, Dienstag auserkoren. Gab es da eine konzertierte Aktion? Habt ihr euch abgesprochen oder ist das Zufall, dass es das immer mehr gibt in deutschen Kinos? Ich persönlich muss sagen, es ist eigentlich eher Zufall gewesen, weil der Montag mehr oder weniger immer der Tag war, wo die Kinokasse eingebrochen ist, also vom Umsatz. Möchte ich jetzt sagen. Ja. Ja. Montags, Dienstags werden nicht so viele Tickets verkauft wie jetzt zum Beispiel an einem Samstag. Deswegen hat man sich was überlegt quasi, wie könnte man sein Geschäft noch ein bisschen besser ankurbeln. Ja, also das leuchtet natürlich ein. Es ist so, dass eine bestimmte Klientel sich insbesondere seitdem es bei Netflix und diesen ganzen Streamern verfügbar ist, das mehrspurige, dass die sich für Originalsprachen interessieren. Ist das für dich auch, was Zuschauerzahlen betrifft, interessant oder ist das eine spezielle Klientel, die sich das anschaut? Das ist eine sehr spezielle Klientel, weil man kann sagen, eigentlich hier kommt eigentlich fast 50% weniger Leute als an anderen Tagen, wenn der Film in Deutsch läuft. Bei uns in der Region ist es eigentlich gerade im ländlichen Raum, im Vergleich jetzt zum städtischen Frankfurt, Wiesbaden etc., sind die Zahlen, brechen da regelmäßig ein, aber man hält trotzdem an dem Programm eigentlich fest, weil es gibt viele Liebhaber, die den Film gerne in der Originalsprache sehen möchten, aber man legt offen gesagt da drauf, ja. Und letzte Frage dazu. Ich kann mir vorstellen, es geht nun zu mehr als 90% um englische Filme, sodass man also erwarten kann, dass man dem Original irgendwie auch folgen kann und das mischt mit den Untertiteln und nicht, wie ich eben sagte, koreanisch oder sowas. Also wie so viele Kollegen in meiner Branche, so jetzt in Münster oder in Baden-Württemberg, dass die auch Italienisch, Spanisch oder auch russische Filme anbieten, sowas läuft bei mir definitiv nicht. Dafür habe ich einfach nicht die Kundschaft da. Wie du schon selber gesagt hast, es geht nur um Englisch. Ja. Okay. Ich hörte von einigen Kinobetreibern, die ich traf in den letzten Monaten, dass der von dir auch angesprochene Top Gun der Film war, was so die Zahlen betrifft. Das war ein riesiger Erfolg. Hat sich das bei dir auch in der 9. Woche noch niedergeschlagen? In der 9. Woche hatte ich für das kleine Haus hier in Erlenbach eigentlich wirklich noch sehr gute Zahlen. Nicht nur gut, sondern sehr gute Zahlen gemacht, weil der Film, was mir viele Gäste gesagt haben, eigentlich sehr authentisch war. Ja. Es war kein computeranimierter Film, sondern eigentlich der war real und Tom Cruise in seiner besten Rolle, muss ich sagen, also ja, durchaus muss ich sagen, es war ein tolles Geschäft wieder mal. Ja, und ich habe den Film natürlich auch gesehen und hatte den Eindruck, das ist einer der Filme, bei denen man sagt, die muss man im Kino sehen. Absolut. Und das geht auch gar nicht mit einem riesen Bildschirm zu Hause, das ist eigentlich eine Sünde. Weil die Aufnahmen wirklich fürs Kino gemacht wurden und das haben die Leute auch angenommen, finde ich sehr ungewöhnlich. Ja, ja. Es ist gerade das Soundsystem. Ich meine, selbst wenn du zu Hause eine 7.1 super Anlage hast, ist es immer noch anders, als wenn du im Kino den Film schaust mit den ganzen Surround-Anlage. Und wenn du Top Gun in einem großen Kino mit Atmos Anlage eigentlich gesehen hat, dann fliegen dir buchstäblich die Ohren weg. Ja? Ja. Es ist ein wahnsinniges Erlebnis. Ja. Der so, Film ist wirklich fürs Kino gemacht. Ja. Ja, sozusagen Highway to the Danger Zone. Ja, kann man absolut, sagen. Könnte man so sagen. Ja. Highway to the
dann noch so, dass auch heute dann doch, ich meine, es erübrigt sich quasi das zu fragen, aber sicherheitshalber, doch die großen Namen dann auch ins Kino bringen. Also auch die großen Namen von früher, über Jahrzehnte hinweg, so wie Tom Cruise oder vielleicht nur noch Clooney. Oder ist das Publikumsverhalten dann doch eher neugieriger? Ich frage deswegen, weil dieser Film Top Gun so herausragend war. Das ist eine Marke, die man kannte, ein Name, den man kannte, und das war schon ein programmierter Erfolg. Ich persönlich würde sagen, nee, die Namen, die machen jetzt nicht mehr. Selbst wenn jetzt auch wie früher zum Beispiel ja ein Film Oscar nominiert war und 5, 6 Oscars bekommen hat und man nimmt das in seine Werbung mit auf. Deshalb läuft der Film meiner Ansicht nach eigentlich nicht besser oder schlechter, ganz ehrlich gesagt. Die Leute wollen eine gute Unterhaltung, und das sind jetzt Namen, ja, wie jetzt Tom Cruise und Scorsese, wie du jetzt angeschnitten hast, zweitrangig. Ja. Meine Einschätzung. Ah, dann kommen wir mal ein bisschen dem Publikumsverhalten auf die Spur. Ich sag dir mal was dir vielleicht gefallen wird. Ich war kürzlich in Münster im Schlosstheater und habe mir da einen Film angeguckt, allerdings keinen aktuellen, sondern einen alten Film, Der Spion, der mich liebte, ein James Bond Film aus den 70ern, wo dann Freunde von mir fragten, ey, der läuft doch andauernd im Fernsehen, warum guckst du dir den im Kino an? Und für mich war die Sache klar, wenn der mal in seinem solchen Ambiente gezeigt wird, dann gucke ich mir den im Kino an. Ich finde das sehr interessant, dass man offensichtlich auch in dieser Zeit oder gerade in dieser Überflusszeit Menschen ins Kino locken kann mit Klassikern. Ja. Und da gibt's ja eine große Aktion, dass im Moment von Studio Canal heißen die, glaube ich, Filme restauriert werden. African Queen ganz aktuell zum Beispiel mit Humphrey Bogart oder so ein alter Tarantino-Film. Oder wir sprachen über Highlander, der lief in einer restaurierten 4K-Fassung, runtergerechnet auf 2K, auch bei dir im Kino. Ist das eine gute Idee? Wurde das angenommen? Ich finde die Idee klasse, und ich muss ganz offen sagen, ich finde das eine brillante Idee von Studio Canal. Das ist ja ein französischer Konzern, die in Deutschland ihre Niederlassung haben, dass die hergehen und eigentlich viele Filme, so zum Beispiel im Frühjahr 2023 kommen alte Filme von Charlie Chaplin nochmal in die Kinos, dass die alte Filme, auch African Queen, wie du gesagt hast, die Klapperschlange, ja, oder The Folk vom Carpenter, die kommen nochmal in die Kinos. Ich finde es brillant eigentlich, solche Klassiker nochmal ins Kino zu holen, und ja, Highlander habe ich auch gezeigt. Gestern zum Beispiel habe ich von der Jane Chapman Das Piano nochmal gezeigt, auch in der 4K-Version. Es kommen zwar nicht die Massen, aber es kommen sehr viele Fans. Und wenn man jetzt zurückgeht auf den Highlander, muss ich sagen, wir hatten über 60 Tickets verkauft. Ich habe da ein besonderes Event, weil es auch mein Lieblingsfilm ist. Wir haben ein Ticket mit Whisky verkauft. Und mir kann sagen, fast jeder hat ein Glas Whisky. Wir hatten an dem Abend insgesamt 4 Flaschen Whisky weggetrunken, kann man so sagen, ja, und die Leute hatten hier einen Spaß. Viele kannten den Film, viele hatten den Film 2-3 Mal gesehen, und was mich besonders sehr gefreut hat an dem Abend war, es sind 2 Männer gekommen mit Schottenrock. Mhm. Ja, ähnlich wie man es zum Beispiel beim Leben des Brian kennt, wo es sich kostümiert ins Kino. Und die schämen sich eigentlich gar nicht oder sind sich dieser Blöße ganz, sondern die wollten einfach diesen Highlander-Kult einfach leben. Und das finde ich einfach klasse. Und da geht für mich persönlich das Herz einfach auf. Das klingt toll. Eine Fachfrage an dich diesbezüglich. Wenn ich sowas sehe, also Highlander kommt wieder in die Kinos, wie jetzt im Moment, in einigen Kinos läuft er ja noch, dann wird er gleichzeitig nicht im Fernsehen gezeigt. Gibt's da ein Agreement, dass man dann irgendwie von Seiten der Kinobetreiber dem ZDF oder Vox untersagt, den zu wiederholen? Wenn, dann kommt das eigentlich von dem Filmverleih. Ja. Und wenn, dann kommt das von dem Filmverleih. Es ist ähnlich wie Netflix zum Beispiel macht, die sagen, sie geben ein Zeitfenster raus, ja, dass man sagt, in 4 Wochen läuft der Film, eine Netflix-Produktion in den Kinos, und danach kommt er dann erst dann in ihrem Streamingdienst. So ist es vom Verleih eigentlich, dass sie sagen, ja, wenn Highlander jetzt nochmal ins Kino kommt, dann wird er in keinem Kanal gezeigt. Ja. Das ist Abmachung von den Rundfunkanstalten und dem Filmverleih. Da haben die Kinos überhaupt keine Mitsprache. Ja. Dieter, ich gehe recht in der Annahme, dass es solcher kreativer Aktionen auch bedarf im Moment. Denn ich höre sowohl in der Kleinkunst als auch aus internen Kinokreisen, dass schon die Zuschauerzahlen mit einem Euphemismus formuliert eine Herausforderung darstellen. Absolut. Also man muss im Moment baggern. Es ist ein harter Markt.
erzähl uns noch mal ein bisschen, was so in den letzten zweieinhalb Jahren war. Du warst natürlich auch betroffen. Hätten wir zum Beispiel in diesem Jahr, wir in Bayern, muss ich sagen, hätten wir in diesem Jahr eigentlich vom Filmförderungsfonds in München eigentlich keine zwei tollen Filme gehabt, dann ging es uns in Bayern eigentlich nicht so doll. Wir hatten den Kaiserschmarrn-Drama vom Eberhofer, wir hatten den zweiten Teil von Die Schule der magischen Tiere. Die haben wieder sehr viele Leute vom Sofa ins Kino gelockt und haben sehr gute Besucherzahlen gemacht, gerade was das Kleinkunst betrifft. Auch der Monsieur Claude, die französische Komödie in ihrem dritten Teil, haben sehr gute Zahlen gemacht. Mhm. Aber im Großen und Ganzen hat die Branche, so wie die FFA eigentlich mal errechnet hat, nach wie vor 30% Einbuße. Wir sind immer noch nicht an dem Level vor 2019. Wir kämpfen immer noch, aber es ist eine Tendenz zu verspüren, dass es nach oben geht. Ja. Also verhaltener Optimismus ist angebracht auf das nächste Kalenderjahr. Ja, absolut. Gibt es irgendeinen sogenannten Blockbuster? Früher sagte man Kassenschlager, der sich da ankündigt. Der nächste Blockbuster, ja, kann ich schon mal sagen. Von Moritz Bleibtreu kommt jetzt ein Film. Der sollte eigentlich mehr oder weniger das Weihnachtsgeschäft ein bisschen anlocken. Das ist der Caveman. Konstantin, der deutsche Filmverleih, mit dem ich sehr gut zusammenarbeite, nebenbei gesagt, hat aller jetzt kurzfristig wegen Avatar hat den Film auf Januar verlegt. Ja. Caveman wird wieder ein relativ gutes Geschäft werden. Ähnlich wie zum Beispiel vom Sönke Wortmann eigentlich der Vorname und jetzt im Herbst kam der Nachname raus. Ja, da war eigentlich auch sehr brillante Komödie. Können sich die deutschen Filme denn behaupten? Ja, definitiv ja. Dank der Förderung, die sie eigentlich haben, haben die mittlerweile Hollywood-Niveau. Mhm. Also wir reden darüber, dass das auch vom Publikum so angenommen wird. Und, ich kann, das ist aber auch eine Zeit, die ich nur aus Geschichtsbüchern kenne, mich daran erinnern, so in den 50er Jahren noch, wir sprachen darüber, dass das Kino aus dieser Zeit stammt, da waren deutsche Filme immer noch sehr dominant. Ja. Und jetzt ist es ja nicht mehr so, sondern es ist, die deutschen Filme machen, grob ausgedrückt, weit unter 50% aus, glaube ich. Weit unter 50. Aber sie haben einen Anteil und der ist auch wirtschaftlich interessant. Sie haben einen Anteil. Zusammen möchte ich ganz ehrlich sagen mit dem französischen Film. Der französische Film, sei es jetzt eine Dramatik, wie zum Beispiel die Küchenbrigade, ja, oder auch jetzt kommt im nächsten Monat der Tenor raus, ist eigentlich auch ein Zweiklassen-Film, haben ihre Dominanz zusammen mit dem deutschen Film. Die beiden, die bringen eigentlich schon gut Kasse. Weißt du, ob das umgekehrt auch so ist? Also läuft der Nachname in Frankreich? Kannst du daraus drüber sagen? Da habe ich leider Gottes nicht die Zeit dazu, um mich da zu informieren, offen gesagt. Ich weiß, dass er ins Ausland verkauft wurde, ja, aber wie gut er oder wie schlecht er läuft, weiß ich nicht. Ja, das kann ich nichts dazu sagen. Okay, vielleicht kriegen wir es irgendwie raus, aber es ist natürlich schon interessant, die Franzosen sind uns ja in vielerlei Hinsicht gar nicht unähnlich, was Kino betrifft, also dass sie auch synchronisieren. Da sind ja auch die Deutschen und die Franzosen quasi ein Problem für den Weltmarkt, dass sie auf ihre Synchronisation bestehen. Naja, ich will mal sagen, die Franzosen, die waren eigentlich 2012 die Vorreiter, was die Digitalisierung betroffen hat. Wir hatten ja die ganze Zeit eigentlich 35 mm und wie das dann eigentlich 2010 so langsam vom großen Teich, sprich von den Amerikanern nach Europa übergeschwappt wurde, waren die Franzosen, die eigentlich auf von staatlicher Seite her sämtliche Kinos von Süden bis in den Norden hinein ihre ganzen Kinos digitalisiert haben. Und Deutschland war eines der Stiefkinder, wir waren eigentlich Ende 2013 eigentlich komplett erst digitalisiert. Tatsächlich? Ja. Also gehen wir ruhig mal auf das Thema, weil ich das sehr spannend finde. Wir alle kennen noch diese ratternden Projektoren, wo dann auch die geometrischen Symbole eingeblendet waren, wenn man dann mal die Rolle wechseln musste. Und das wurde irgendwann umgestellt, wissen wir alle. Ja. Aber mich überrascht, dass du sagst, die Deutschen hinkten so als MP3-Erfinder, hinkten hinterher. Ja. Und das ist federführend von den Franzosen geschehen. Die Deutschen haben ein bisschen nachgezogen. Und jetzt gehe ich davon aus, oder ich weiß, dass es diese alten Projektoren nur in ganz wenigen Kinos noch gibt. Also und dann auch mehr so aus ein Stück weit Folklore als Besonderheit. So zum Beispiel Lichtburg in Essen, die zeigen manchmal Filme mit Verweis auf diesen alten Projektor. Zum Beispiel die Schauburg in Karlsruhe kann ich zum Beispiel namentlich hier auch noch erwähnen. Ganz die haben das auch noch. Die haben das eigentlich auch noch. Und es gibt so einen Trend, einen Back to the Roots, ähnlich wie es viele Liebhaber eigentlich oder auch Sänger gibt eigentlich, die ihre Musikstücke statt auf eine CD auf eine normale Schallplatte pressen, ja, gibt es eigentlich wieder einige, die ihren Film sehen wollen. Ja, ja. Aber es gibt auch, Entschuldigung, es gibt natürlich aber auch Regisseure,
So, nach meinem Wissen, wie Quentin Tarantino, der zum Beispiel seine Filme auf 35 mm mit Arri filmt und dann erst digitalisiert. Ja. Die Fälle gibt es natürlich auch. Um die bestimmte analoge Atmosphäre dann noch richtig zu sichern. Ja, ja, ja. Das gibt es in allen möglichen Sparten, dass dieser digitale Imitationseffekt nicht ausreicht, sondern dass man wirklich auf analog geht und dann digitalisiert. Richtig. Ich meine auch, die Serie Breaking Bad wäre in so einem Mischverfahren aufgenommen worden, um die Atmosphäre dann zu erzeugen. Ja, aber wenn ein Kino diese alten Projektoren noch hat, dann ist es gut. Man kann die ja nicht mehr, die gibt's ja nicht mehr. Also du musst dann die alten Projektoren pflegen und da glaube ich, gibt's eine Handvoll in ganz Deutschland, die das noch haben und betreiben. Ja. Und wenn du dann einen Film spielen willst, dann musst du ans Deutsche Filmmuseum gehen eigentlich, um einen Film da auszuleihen. Ja. Aber jetzt sag uns mal, wenn es diese Projektoren nicht mehr gibt, dann heißt das natürlich auch, dass du keinen Film zugeschickt bekommst, sondern bekommst du per E-Mail eine Datei geschickt oder per Stick und dann heißt es hier, unterschreiben sie, dass sie das nicht vervielfältigen und hier ist die Datei. So, Highlander zum Beispiel, hier ist die 4K-Version und ja. Steckst du einen USB-Stick in deinen Projektor? Läuft das so? USB-Stick stecke ich nur dann in den Projektor oder in den Server, um den Film zu entschlüsseln. Weil alle Filme, die wir eigentlich jetzt vom Filmverleih bekommen, die sind verschlüsselt und können nur dann abgespielt werden, wenn man eine gültige Spiellizenz bekommt. Ja. Der dann eigentlich. Aber um deine Frage zu beantworten, ich bin hier an Glasfaserkabel mit zwei großen Lagern. Kopielagern eigentlich verbunden. Das heißt, wenn ich einen Film bestelle, gibt dann der Filmverleih diesem Filmlager dann die Order, einen Datentransfer von Berlin, von München nach Erlenbach zu schicken. Und über Nacht bekomme ich dann in drei Dateien den Film auf meinen Server geschickt. Ja. Digital, über Glasfaserkabel. Ja. Wie gesagt, dann ist der Film bei mir hier in Erlenbach und kann den Film erst dann abspielen, wenn dann das betreffende Kopierwerk mir den gültigen Schlüssel für meinen Server gibt. Wie kann sich das so vorstellen? Jeder Kinobetreiber ist ja in diesen Filmlagern eigentlich registriert. Jeder Projektor und jeder Server hat eine Schlüsselnummer. Mhm. Ähnlich wie es eine Kfz-Nummer gibt quasi. Mhm. Dass jedes Auto nur einmalig gibt, ja. Und diese Nummer von Erlenbach, die sind in den Lagern. Und dann gibt's diesen Schlüssel nur für diesen Projektor. Also man könnte jetzt zum Beispiel hergehen und könnte jetzt mit diesem Schlüssel nicht nach Miltenberg oder Aschaffenburg gehen. Da würde dieser Schlüssel nicht funktionieren. Mhm. Er gilt nur für Erlenbach. Und dann kann man einen Film wie Highlander zum Beispiel hier abspielen. Ja, das dient als Absicherung. Also als Absicherung, so ähnlich Fahrgestellnummer. Oder ich weiß zum Beispiel auch, dass diese teuren Fernsehkameras auch so eine Fahrgestellnummer haben, sowas Ähnliches. Und wenn die geklaut werden, also wir reden hier über 60.000 Euro, die so ein Ding kostet, dann werden die auch wiedergefunden. Also dafür gibt es dann auch überhaupt gar keinen Markt. Und es geht um Rückverfolgung, weil es da um viel Geld geht. Um Rückverfolgung, ganz genau, ja. Richtig, ja. Und die sichern sich ja insofern ab, dass der Schlüssel dann wirklich nachts um 23.55 Uhr zu Ende ist. Ja. Dann hast du keine Chance mehr, den Film zu spielen. Ja. Ja. Ach so, und dann fällt die Klappe sozusagen und dann ist die Vereinbarung abgelaufen, das Zeitfenster, wie du sagtest, und jetzt ist Schluss. Genau. Und dann ist das auch nicht mehr zu gebrauchen. Der Server hat den Film zwar noch physisch da, aber er kann ihn nicht mehr abspielen, weil kein gültigen Schlüssel. Die sind dann so eingestellt, die Projektoren, dass die eigentlich nur dann einen Film laden können, wenn ein gültiger Schlüssel vorhanden ist. Mhm. Sag mal, können wir mal gemeinsam in den Saal mit Mikro, also nehmen wir unsere Hörer mal mit. Ja, in den wunderschönen Kinosaal. Chance for us.
Wir haben hier insgesamt 165 rote, bequeme Sessel und insgesamt 12 Lounge Couch aus Leder. Ja, die sind ganz hinten. Also ich sag's nochmal richtig schön klassisch so zum Reinflezen. Ich weiß nicht, ob man das regional ja. auch noch sagt, aber schön mit dem Tisch. Sind die teurer hier, die hinteren Sitze? Nein, nein, nein. Bei mir ist alles Einheitspreis. Ja. Da kostete der vordere Sitz genauso viel wie die Loge. Und was ich auch sehr großen Wert drauf lege, bei mir ist freies Platzangebot. Das heißt, ich verkaufe keine Sitznummern oder Reihennummern, ja, sondern eigentlich jeder hat eine Eintrittskarte. Und wenn er in den Kinosaal geht, kann er sich dann selber aussuchen, will ich hier sitzen, ja. Ja. Nicht so wie in anderen Kinos, wo man auf dem Monitor dann schon festlegen muss, wo will ich den Film mir anschauen. Das überrascht mich, dass es das noch gibt. Ja. Also freie Platzwahl im Kino ist recht selten. Es ist, also ich sag's für unsere Hörer ganz von Herzen, es ist ein sehr, sehr schöner Saal. Also auch mit roten, diese tiefroten Sitze, die auch so teilweise Paarsitze, also Pärchensitze Sitze und so, das ist also mit Bedacht. Naja, da muss ich in die Vergangenheit wieder, das war damals eigentlich sehr liebevoll von der ehemaligen Kinobetreiberin Eva Matlock. Eigentlich sehr, die hatten Herz und eine Liebe dafür eigentlich. Auch der rote Vorhang, wenn am Abend dann die Vorstellung zu Ende ist, ich spreche jetzt von dem Vorprogramm und der Hauptfilm beginnt, ist bei uns so Tradition, dass der rote Vorhang erst einmal geschlossen wird und dann werden mit zwei Bühnenscheinwerfer ein Herz an den roten Vorhang gemacht, ja, sodass das alles so ein bisschen liebevoll gemacht ist. Auch die roten Sessel, wir waren damals in den 90er Jahren, wo wir hier renoviert haben, eines der ersten Kinos, wo Pärchensitze angeboten haben. Mhm. In jeder Reihe befinden sich ein bis manchmal zwei Pärchensitze. Von daher ist das alles mit sehr viel Liebe eigentlich gestaltet worden. Auch der Reihenabstand, was jetzt natürlich von Kinopolisen und Cinemax-Kinos Standard ist, war damals eigentlich ungewöhnlich, dass man so viel Platz verschwendet hat, damit die Leute eigentlich im Sitzen bequem noch aneinander vorbeilaufen können. Genau, die haben das ein bisschen protegiert. Ich meine, als die an den Markt gekommen sind, haben die auch ein bisschen damit geprahlt. Nach dem Motto, bei uns haben sie richtig Platz und das ist jetzt mittlerweile Stand. Also es fällt schon auf, dass man hier sehr gut sitzt. Das sieht man auf den ersten Weg. Kommen wir von hier aus auch zu dem Projektor oder können wir den mal hörbar? Nein, hörbar natürlich nicht, aber ich versuche ihn dann im Radio zu beschreiben. Aktuell spiele ich gerade einen Film auf. Von daher hörte man eigentlich nur den Server. Ja, okay. Den Server, der eigentlich so sein Eigengeräusch hat. Aber das Rattern ist gänzlich weg. Also hier haben wir eigentlich einen NEC 1200 Projektor mit 2K. Daneben haben wir einen kleinen Projekt mit Halogen für Vorführungen und hier unten haben wir den Server, der wie gesagt an dem Glasfaserkabel verbunden ist. Ja klar, okay. Also ein paar Geräusche haben wir schon, das ist nicht mehr das Rattern, aber es ist schon so ein Kühl, das muss gekühlt werden und irgendwann ein paar Ventilatoren laufen und hier sieht's nach Arbeit aus, liebe Hörer. Also das ist... Das ist ein schöner. Aber man muss ehrlich sagen, also es ist eine andere Arbeit als früher, wo man die Filme noch zusammengeklebt hat. Ja. Einen riesenschweren Karton bekommen hat und die einzelnen Akten zusammengeklebt hat, dass die auf eine große Rolle gepasst haben. Ja. Wie teuer ist so ein Ding hier, das was hier steht? Also wir in Erlenbach haben 2012 dank der Filmförderungsanstalt komplett digitalisiert. Wir haben hier eigentlich einen Wert von 60 bis 80.000 Euro. Ja. Also mit dem gesamten Umbau, was ja zu Buche geschlagen ist, waren es insgesamt mit dem Lüfteranlage, mit den Projektoren hier 80.000 Euro, die wir dann per Kredit stemmen mussten. Ja, okay. Aber das ist noch State of the Art jetzt. Also das ist das Gängige, was in allen Kinos ist, mit dem Server verbunden. Ja. Dann so ein Ding als Projektion. Ja, ja. Und okay, ja. Und das Soundsystem, ich sehe sehr, sehr viele Boxen da unten. Also sind die auch alle in Betrieb? Wir sind alle in aktiv eigentlich. Ja. Das heißt, wir haben hier einen Dolby-Prozessor, der eigentlich dann die Information hier über diese roten Kabel nach vorne an die Bühne und die gesamte Verstärkeranlage, die befindet sich hinter der Leinwand quasi, wo dann das aufgeschlüsselt wird wie zwischen Sender, Left, Right und Surround. Ja. Wir haben in Erlenbach ein 5.1-System. Okay, ja. Also ich muss mir hier unbedingt mal einen Film angucken. Ja, das steht fest. Okay, also gehen wir nochmal kurz, ich glaube, hier ist die Treppe, nochmal kurz in den Saal. Ich freue mich, dass das so kurzfristig geklappt hat und habe irgendwie das Gefühl,
So, Dieter, du hast hier auch eine Gastro angeschlossen, soweit ich weiß. Gibt's hier noch die leckeren Burger, wie es auf der Speisekarte steht, oder ist das nicht mehr? Burger gibt's nach wie vor noch. Ja, es war eigentlich zwingend notwendig, um konkurrenzfähig bleiben zu können. Ja. Die Kinopassage insofern eigentlich war früher eigentlich eine kleine Kneipe. Ja, die Eckkneipe, die man eigentlich im Ruhrpott wahrscheinlich überall so kennt. Ja, ja klar. Mit einer kleinen Dresen. Und da waren die Leute glücklich, die sich ein Bier vor dem Film kaufen konnten und alles war insofern gut. Es war insofern zwingend notwendig, als 2004
angekündigt wurde, dass wir die Konkurrenz nach Aschaffenburg bekommen und wir mussten reagieren. Die damalige Betreiberin, die ich eben schon erwähnt habe, die Eva Matlock, ist dann also in die Offensive gegangen und hat mit unserem Vermieter eigentlich dieses wunderschöne Bistro zusammen kreiert, wo jetzt insgesamt 40 Personen hier Platz haben. Mhm. Wir bieten mittlerweile eigentlich ein sehr abwechslungsreiches Essen an, eigentlich auch ein veganes Essen, das ich sehr gerne betone, wow, das angenommen wird. Und mittlerweile haben wir eigentlich in Erlenbach eigentlich auch Gäste hier, die überhaupt nicht ins Kino gehen, sondern einfach nur die Kneipe, mhm, bzw. das Bistro mehr oder weniger durch die Lounge-Ecke besuchen. Ja. Und ja, du hast recht, Personal ist hier natürlich eigentlich auch Mangelware. Wir könnten wirklich noch ein paar Leute gebrauchen, um mehr anbieten zu können. Ja. Weil wir hätten noch Luft nach oben. Okay, das ist auch eine Botschaft unseres schönen Gesprächs. Ich danke dir. Also ich fühle mich sehr wohl. Es fühlt sich fast so an, als käme ja gleich jemand rein und fragt, will jemand Eis? Also das gibt's hier glaube ich auch noch. Ne? Ja, Eis haben wir natürlich auch noch. Konfekt, wunderbar. Also Dieter, herzlichen Dank für das sehr Gespräch. Gerne. Und bis bald. Liebe Hörer, das war Ludgers Welt und diese Sendung jeden Mittwoch gibt sie um 20.05 Uhr. Sie wird donnerstags wiederholt und ich freue mich, wenn Sie uns und dem Sender gewogen bleiben. Bleiben Sie auch umsichtig in alle Richtungen, denn die Welt da draußen ist ein Dschungel. Tschüss. Watching.
Thank you.